Ein paar Zeilen aus dem Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Es geht schließlich darum, die drohende Idiokratie zu verhindern. Wofür ich früher keine Erklärung hatte. Als jüngerer Mensch fragte ich beispielsweise, wie kann man nur bedingungsloses Grundeinkommen für alle fordern? Wer soll das erarbeiten? Mit meinem heutigen Wissen durchschaue ich fast alles und beinahe jeden ganz schnell. Es gibt ein altes Sprichwort. An ihren Taten erkennt man sie. Anders gesagt, als unerfahrener Mensch fällt man auf Worte herein. Ich erwähnte es im Vorwort schon und wieder muss ich Sie vertrösten. Dazu später mehr. Nehmen wir unser Beispiel das Einkommen betreffend. Jeder vernünftige Mensch gibt nur das Geld aus, was er wirklich hat und weiß um grundlegende ökonomische Sachverhalte. Genauso weiß so ein Mensch um biologische Gegebenheiten, wie beispielsweise, dass Schwule und Lesben unter sich alleine keine Nachkommen zeugen können. Auch hat ein mit Vernunft begabter Mensch ein ihm innewohnendes, tiefes Gerechtigkeitsgefühl und weitere Eigenschaften, die sich alle über die tausenden Jahre der menschlichen Entwicklung herausgebildet und bewährt haben. Wäre es nicht so, gäbe es uns schon lange nicht mehr. Nehmen wir das Gegenteil von einem Vernünftigen. Dieser Mensch möchte mehr Geld ausgeben, als er hat. Und dieses Geld ohne Gegenleistung erhalten. Dass andere für ihn mitarbeiten, scheint er sogar als gerecht zu empfinden. Nanu, wie kommt er dazu? Geduld. Jeder Vernünftige ist fleißig und sparsam. Weiß er doch, dass ihm der Fleiß sein Fortkommen und die Sparsamkeit ihm das Überleben in kritischen Situationen sichert, weil er das Ersparte dann gebrauchen kann. Der Unvernünftige wird in Krisensituationen zum Vernünftigen gehen, um seinen Anteil am Ersparten einzufordern, weil er auf die Mitmenschlichkeit des Vernünftigen setzt. Sollten Sie, lieber Leser, mir bis hierhin nicht folgen, dann legen Sie das Buch beiseite. Wenn Sie dennoch weiterlesen, werden Sie mich zutiefst hassen. Sie lesen weiter? Gut. Dann werde ich jetzt eine Reihe von menschlichen Erscheinungen aufzählen, die in letzter Zeit vermehrt auftreten. Die Aufzählung ist nicht geordnet, weder zeitlich noch ihrer Gewichtung nach. Diese Erscheinungen können als menschliche Gruppen, große Zusammenschlüsse, Gleichgesinnter, sogenannte Bewegungen, öffentliche Demonstrationen oder einfach nur als Mode daherkommen. Ich zähle nur Schlagwörter auf. Beginnen wir. Gendergerechtigkeit. Veganer, Black Lives Matter, Eintreten für die Rechte Schwuler, Lesben, Zigeuner und so weiter, Inklusion an den Schulen, Feministinnen, mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit für alle, Mieten begrenzen, Hippies und ähnliche Strömungen, Political Correctness, Tattoos, Brillensucht, Werte, hysterische Empörung, offen zur Schau getragener Verzicht, offen zur Schau getragene Dummheit, Faulheit, Drückebürgerei, NGOs. Ihnen fallen sicher noch weitere derartige Erscheinungen ein. Nur fragen sich viele, besonders ältere Leute, woher kommt so etwas? Und dann noch so plötzlich. Als junger, vernünftiger Mensch wird man so kaum fragen, sondern eher, was soll denn der Quatsch? So oder so, meine Antwort ist radikal, also das Problem an der Wurzel packend. Die Anhänger solcher Erscheinungen sind sich ihrer Unbildung und intellektuellen Minderbegabung sehr wohl bewusst, haben darum Minderwertigkeitskomplexe und versuchen, diese dadurch zu übertünchen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich werde es einleuchtend und ganz einfach begründen. Später. Zur Erinnerung. Denken,
ist gleich Wissen kombinieren. Aus dem Denken erwächst das Handeln. Wenn Wissen fehlt, funktioniert das Denken schlecht und das daraus folgende Handeln wird unvernünftig. Die Gefahr für die Denkenden. Zuerst zur Gefahr dieser Erscheinungen, denn diese Gefahr ist überlebenswichtig für die Vernünftigen. Die Gefahr ist leicht einzusehen, wenn man bedenkt, dass sich die Anzahl der Menschen, die vom Staat, also von den Abgaben der Fleißigen bezahlt werden, in den letzten Jahren ständig vergrößerte. Das muss nicht bewiesen werden, denn es ist klar ersichtlich, weil in offiziellen Quellen nachzulesen. Derzeit ernähren in Deutschland schätzungsweise ein Viertel Werteschaffende den Rest der Bevölkerung und dieses Missverhältnis wird immer größer. Dieses fleißige Viertel empfindet es als ungerecht, aber warum scheint es der andere Teil als gerecht zu empfinden? Ganz einfach. Besonders die Verwaltenden, also die Bürokraten, sehen sich und ihre Beschäftigung als wichtig an. Sie glauben sogar größtenteils selbst, dass sie wichtig für die Fleißigen seien. Nun, wenn wir diesen Umstand so wie heute einfrierten, scheint noch keine Gefahr. Die Erfahrung, empirisches Wissen, zeigt uns aber, dass das Dreiviertel immer weiter wächst. Wer soll dann noch dafür aufkommen, wenn niemand mehr Werte schafft? Das ist die eine Seite der Gefahr. Die andere Seite der Gefahr wächst aus der bereits angeführten Unbildung und daraus folgenden schlichten Dummheit der großen Masse. Ca. 80% mit einem IQ kleiner 100, siehe weiter unten. Denn auch diese Masse wächst. Deren Handeln wird immer unvernünftiger werden. Also geht es mit der allgemeinen Wirtschaft bergab. Es wird weniger produziert und gibt darum weniger zu verteilen. Daraus kann nur noch folgen, dass sich die Masse auf die Fleißigen stürzen wird, diese zu enteignen. Da die Vernünftigen in der Unterzahl sind, müssen sie es sich gefallen lassen. Wollen sie nicht bei der Verteidigung ihrer letzten Habseligkeiten sterben? Ich komme im nächsten Teil dazu, ein langer Ausweg aus der Krise. Danke fürs Zuhören.